Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gegen den Antrag ist nicht einzuwenden. Er könnte sogar unterstützt werden, wenn, ja, wenn er nicht die eigentliche Problematik tatsächlich vertuschen würde. Anders formuliert, dieser Antrag ist ein Placebo. Die Probleme bei der Beantragung von Fördermitteln durch Migrantenorganisationen sind andere. Richtig ist, dass Migrantenorganisationen überwiegend durch ehrenamtliches Engagement geführt werden. Aber nicht nur Ehrenamtliche, auch hauptamtliche Tätige können nicht immer den Wirrwarr bei diesen komplexen Verfahren durchschauen. Meistens brauchen Expertinnen und Experten Tage, um Ziel und Konditionen einer möglichen Zuwendung zu erfassen, ganz zu schweigen von den Problemen einer Antragstellung. Da hilft es nur bedingt, wenn nun die Webseiten möglicher Zuwendungsgeber übersichtlich ins Netz gestellt, aktualisiert und verlinkt werden. Was wir brauchen, ist eine Beratung von Migrantenorganisationen, die in einem bestimmten Feld aktiv werden wollen, im Vorfeld, beispielsweise, welche Zuwendungsgeber für ein bestimmtes Tätigkeitsfeld in Frage kommen, beispielsweise, welche Voraussetzungen der mögliche Zuwendungsempfänger mitzubringen hat, unter anderem, ob ein Eigenanteil gefordert ist. Falls ja, wie die Migrantenorganisationen dies bewerkstelligen sollen. Beispielsweise, ob die Migrantenorganisation in Vorleistung gehen muss, weil die im Projekt gezahlten Vorschüsse nicht die tatsächlichen Kosten decken oder Raten zu spät überwiesen werden. Falls ja, wie sie das finanzieren soll. Ja, auch dies alles kann nachgelesen werden. Aber auch das kostet Zeit und wie schon gesagt, für Nicht-Eingeweihte nicht ohne weiteres verständlich. Die Formulierung eines Antrages ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Ganz zu schweigen von den Finanzplänen und den komplizierten Internetprozeduren im Finanzbereich. Und wenn wir schon bei der Förderung von Migrantenorganisationen bzw. Projekten im sogenannten Integrationsbereich sind, die eigentliche Transparenz, die erforderlich wäre, ist die Transparenz bei der Vergabe. Wer entscheidet über die Bewilligung bzw. Ablehnung eines Antrages in Berlin? Wohlgemerkt, die Frage zielt nicht auf irgendwelche Behörden, sondern Personen. Welche Personen in den jeweiligen Stellen entscheiden hierüber? Warum wird ein Projektantrag bewilligt bzw. abgelehnt? Nicht nur die Antragstellenden, auch die Öffentlichkeit sollte dies wissen. Zurück zum Koalitionsantrag. Migrantenorganisationen, die es doch schon schaffen, einen Antrag samt Finanzplan zu erstellen, sollten die Möglichkeit erhalten, dass kompetente Stellen sich diese anschauen, Ratschläge geben und Korrekturen empfehlen. Und nicht zuletzt sollte es auch eine Möglichkeit geben, dass Migrantenorganisationen, die Träger eines Projektes sind, sich während der Laufzeit des Projektes Rat und Unterstützung holen. Andernfalls werden es neue und kleine Migrantenorganisationen sehr schwer haben, auch aktiv zu werden und Projekte durchzuführen. Die großen etablierten Träger werden überwiegend die Fördermöglichkeiten sicherlich nutzen. Um nicht missverständlich zu werden, nichts gegen etablierte große Träger. Im Gegenteil, sie leisten wertvolle Arbeit und sind unverzichtbar. Aber wenn wir mehr Innovation verlangen, auch Migrantenorganisationen von Communities, die es bisher an den Fördermöglichkeiten nicht partizipieren konnten, ins Boot holen wollen, dann müssen wir sie im Vorfeld und während der Laufzeit von Projekten beraten und unterstützen. Und das ist nicht mit einer, wie gut auch immer, gestalteten Webseite getan, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank.